Willkommen, Freunde aus Chișinău, der Hauptstadt Moldawiens. Chișinău ist die am wenigsten besuchte Hauptstadt Europas. Jeden einzelnen Tag fliegen mehr Touristen nach Prag als das gesamte Jahr über nach Chișinău. Das Ziel des Videos ist heute herauszufinden, warum keine Touristen hierher kommen, ob es wirklich so schlecht ist oder ob es ein geheimer Juwel ist und die Leute einfach nicht wissen, dass man hier Urlaub machen kann. Ja, wir werden sehen. Wir starten das Video aus dem Herzen, aus dem Zentrum Moldawiens. Ja, und hier sieht es schon mal etwas deprimierend aus. Zugegebenermaßen, ich bin gerade in der Seitenstraße, um das Intro aufzunehmen. Aber jetzt gehen wir auf den Hauptplatz sozusagen. Und dann schauen wir mal, was wir rausfinden. Moldawien ist aber generell ein Land der Superlativen. Es ist nicht nur das am wenigsten besuchte Land Europas, sondern auch das ärmste. Zusammen mit Bulgarien. Okay, Freunde, jetzt sind wir wirklich im Zentrum, im Herzen der Stadt. Hier ist der Hauptbahnhof, wo die Gäste ankommen aus dem Ausland, wenn sie hier Urlaub machen. Erstmal, ja, normaler Hauptbahnhof, ein sowjetisches Monument. Du steigst aus und das allererste im Herzen der Stadt ist dieses Hotel. Das Hotel National. Und dann hat man schon innerhalb der ersten 5 Minuten eine Idee, warum vielleicht dieses Land oder diese Hauptstadt nicht so oft besucht wird, Leute. Hier seht ihr es. Ein Monstrum am zentralsten Platz der Stadt. Nicht mal ein Hotel, sondern einfach ein verlassenes, brutalistisches Gebäude. Interessant, also als zweites fällt einem natürlich auf, vor diesem Hotel sind Brunnen, die nicht mehr funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass vor ja, 30, 40 Jahren, zu Zeiten der Sowjetunion, dieses Hotel gut besucht war. Hier ist eine schöne Wassershow gab, aber jetzt nur noch Müll und leere Brunnen. Wir schauen uns den anderen auch noch mal an. Wenn das erste ist, was man hier sieht, das macht natürlich keinen guten Eindruck. Вы реновируете, будете этот дом, вы понимаете? Ну да. Делает новые вещи там? Да, да. Ich habe hier gerade einen Bauarbeiter gefragt und habe gefragt, ob das Ganze neu gemacht wird. Und er meinte, ja, ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat, aber ich glaube, er hat es verstanden. Und ich muss zugeben, in der Stadt wird derzeit sehr, sehr viel neu gemacht. Weil, wie ihr vielleicht wisst, ist hier eine Präsidentin, die jetzt pro-europäisch ist. Sandu heißt sie, wenn ich mich recht erinnere. Und das heißt, hier gibt es viele Arbeiten. Das heißt, vielleicht, wenn ihr in 5 Jahren die Stadt besucht, gibt es gar nicht mehr das, was hier alles steht. Okay, Freunde, ich bin jetzt 5 Minuten weitergelaufen und im Zentrum steht das nächste Gebäude, das Hotel Kosmos. Wir werden auch noch ganz normale Sachen sehen, aber ich finde, diese Hotels sind auch schon aussagekräftig, weil die echt noch hart sowjetisch sind. Chișinău, Moldova is one of the least visited capitals of Europe, and I want to have your opinion on it, why that's the case. I think, first of all, it may be because not many know of this country, so that's why tourists don't really visit. Second of all, we were under Soviet Union occupation and we are just basically a newborn country, and we didn't have yet the time and the will to change so drastically and so fast. But hopefully in near future we are going and we are moving in the right direction. Okay, Freunde. Der junge Mann hieß Ion, hat Violine in der Staatsoper von Chișinău gespielt. Und er sagt, es hat 2 Gründe. Erstens, Leute wissen nicht Bescheid über das Land Moldawien. Und zweitens hat das Land nicht genug Zeit gehabt, sich frei zu entwickeln. Ihr müsst euch vorstellen, das Land gibt es ja eigentlich erst seit 30 Jahren. Und in 30 Jahren passiert manchmal nicht so viel. Es gibt auffällig viele Teile in der Stadt, die einfach nicht renoviert wurden, Leute. Guckt euch mal die Treppen an, der U-Bahn. Das ist übrigens typisch für osteuropäische Länder. In den U-Bahn-Stationen hat man immer Läden, Souvenirshops. Wir sind im direkten Zentrum der Stadt, Leute, und
Ihr seht ja schon, das ist nicht für Touristen ausgelegt. Hier wurde 30 Jahre gar nichts mehr gemacht. Ja. Jetzt sind wir in der U-Bahn. Leute, ich habe eine Straße gefunden. Hier steht Kiew. Und hier steht Moskowa. Also, es muss vor einigen Jahren gebaut worden sein, als Zeichen der Freundschaft zwischen Kiew und Moskau. Aber, ja, nicht mehr so zeitaktuell. In Chisinau ist die Rente so gering, Leute, dass die Babuschkas hier noch auf den Straßen Blumen verkaufen, um ihre Rente aufzubessern. Eigentlich würde ich gern was abkaufen, aber Blumen oder Erdbeeren kann ich gerade noch nicht gebrauchen. Und Leute, ja, auch wenn ich euch heute vor allem zeige, okay, was sind die Schwächen der Stadt? Warum ist das so selten besucht? Natürlich, überall gibt es auch noch schöne Architektur. Also das Land ist jetzt nicht komplett in Staub und Asche, ne? Also, das muss man auch sagen. Bile li žizn luče ves se ser ili sečas? Što vi думаете лично? Luče был раньше, когда у меня был где-то 20-22 года, 30, где-то до 30, когда Брежнев был. Да, Брежнев. Вот тогда инфраструктура была лучше. Да, было лучше. Поэтому и медицина была бесплатно. 90 вот начал этот Горбачевский, начал уже перестройка, потом уже начал хуже жить и в России, и в Молдавии тоже. Сейчас у меня дети в Америку. Нашим каналом они показали, как они развиваются там, они бизнес, как они там живут, как все. Они там нормально живут. И у нас тоже приглашали. Ну, мы им сказали, что у нас по 60 год никак-то не пойти туда. Понятно. Лучше здесь. Добрые, очень хорошие, добрые люди здесь. И, да. У нас лучше и будет. С Майя Сандом. Да. Вот сейчас Мася, она сейчас старается для людей. Да. Для людей. Okay, Leute, ich bin jetzt etwas weiter spazieren gegangen, ein bisschen Offroad sozusagen. Ihr seht, hier ist ein bisschen grüner. Aber wir sind immer noch in der Innenstadt. Und da ist das nächste Monstrum, in Anführungszeichen. Ich zeige euch gleich, was das ist. Wir gehen jetzt einen weiteren Hauptplatz sozusagen. Und was das ist der Zirkus der Hauptstadt. Zirkul din Chișinău mit dem Joker. Aber was ein Zirkus, oder Leute? Was ein Zirkus. Ich will euch noch zwei Sachen über diesen Zirkus erzählen. Erstens war dieses Gebäude der prächtigste Zirkus in der gesamten Sowjetunion. Jeder mit Geld und den Möglichkeiten ist hierher gekommen, um sich den Zirkus anzuschauen. Und zweitens wurde dieser Zirkus auf einem Friedhof gebaut. Und die nationale Sage oder der nationale Aberglauben ist, da es auf dem Friedhof gebaut wurde, hört man bis heute die Schreie von Kindern im Zirkus. Und wenn im Zirkus was passiert ist, ein Artist ist gefallen, hat sich verletzt oder es gibt irgendwelche Unglücke in dem Zirkus oder es gab Unglücke, haben wir uns immer darauf bezogen, dass er auf einem Friedhof gebaut wurde. Und ja, das ist der Aberglauben nach der Stadt. Hier kann man noch reinschauen, einen der Räume des Zirkuses, aber das ist irgendwie creepy, so Pennywise könnte da rausspringen gefühlt. Das will ich nicht riskieren. Jetzt laufen wir zum verlassenen Observatorium der Stadt. Wir sehen uns vor Ort.
Okay, Freunde, wir sind angekommen. Schon krass, dass sowas überall in der Stadt rumsteht. Stellt euch vor, ihr lauft von der Arbeit nach Hause, ganz entspannt. Und seht Tag ein, Tag aus. Solche Dinge. Okay, wir gehen jetzt direkt hoch in die Kuppel, Freunde. Chisinau nasjot. Chisinau wartet auf uns. Ich glaube auch, Leute, ich glaube in 10, 20 Jahren wird die Stadt schon ganz anders sein. Die Entwicklung geht voran. Leute, dieses Graffiti. Da steht Acest oras merita maimult. Diese Stadt verdient mehr. So ein hässlich hingekritzeltes Graffiti und irgendwie fast künstlerisch, wenn ich drüber nachdenke. Übertrieben gesagt. Hey Leute, wir sind fast oben angekommen. Hier geht es noch hoch zur Kuppel. Und hier seht ihr schon mal ein bisschen was in der Stadt. Viele Plattenbauten. Ja, aber die Stadt ist auch sehr grün. Mir wurde gesagt, das ist eine der grünsten Hauptstädte Europas. Aber ja, man sieht ja auch heftig grün. Leute, heutzutage ist nicht mehr viel übrig, außer Graffiti, Bierdosen. Ein Blick über die Stadt. Hier in diesem Observatorium gab es ein Graffiti. Und zwar auf Rumänisch: Diese Stadt verdient mehr. Und das stimmt. Diese Stadt verdient mehr, Leute. Reich an Kultur, die Leute sind der Hammer. Ich will jetzt noch ein paar Worte erzählen über die Stadt, über das Land. Okay Leute, und zwar nennt man dieses Land ein Staat in Geiselschaft. Und das, weil wenige mächtige Männer, Oligarchen, dieses Land lange, lange Zeit regiert haben. Die Bürger in diesem Land wurden betrogen, bestohlen, hintergangen. Und warum? Weil dieses Land Opfer von Korruption war, von vorne bis hinten. 2014 gab es in Moldawien einen Vorfall, der hieß Raub des Jahrhunderts. Und zwar wurden aus moldawischen Banken 1 Milliarde Euro gestohlen. Das war zu dem Zeitpunkt etwa 10% des gesamten GDPs des Landes. Also alles, was das Land erwirtschaftet in einem Jahr, 10% davon wurde einfach von wenigen Menschen gestohlen. Heutzutage werden immer noch 80% der Sender, 80% der Medien von wenigen Oligarchen kontrolliert. Das heißt, dieses Land ist in Geiselnahme. Leute, ich habe euch heute viele nicht so schöne Teile der Stadt gezeigt. Kaputte Treppen im Zentrum, die verlassenen Hotels, das verlassene Observatorium. Das sollte kein Hitpiece werden, also ich wollte nicht Moldawien in den Dreck ziehen und dafür sorgen, dass die Leute ein schlechtes Bild davon haben. Ich wollte euch nur zeigen, warum wird dieses Land so selten besucht, warum gibt es so wenige Touristen. Und ich denke, die Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, sind Gründe dafür. Der Zustand der Stadt. Aber die Stadt hat auch wunderschöne Parks. Wunderschöne, ja, sogar Architektur. Diese habe ich euch heute nicht gezeigt. Aber es ist wichtig zu sagen, dass die Stadt nicht nur aus solchen Sachen besteht. Das ist halt wesentlicher Bestandteil. Die Blockbauten, die verlassenen Gebäude, die schlechten Straßen. Und irgendwie, es ging ja auch darum zu zeigen, was läuft schlecht in dem Land. Aber das sind auch echt schöne Seiten. Und ich will noch ein Video drehen, wo ich euch die schönsten Sachen zeige. Aber für heute, denke ich, haben wir geklärt, warum Chisinau die am wenigsten besuchte Hauptstadt Europas ist. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.